Das ist immer dein Sohn oder deine Tochter, je nachdem, was natürlich dann auch auf die Welt kommt. Wir waren Reliktmaschinen. Zorai konnte sie stoppen. Wie hat er gelernt, Relikt-Tech zu verwenden? Es ist ja nicht so, als gäbe es dafür ein Handbuch. Zorai hat den Aufsehern zugesehen. Das ist alles, was ich weiß. Und ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Die anderen haben geschlafen. Aber Zorai... Aber ich bin wach geblieben. Ich konnte mich nicht bewegen, sondern nur zusehen. Und lernen. Das klingt nach demselben Stasefeld wie bei dem ersten Monolithen. Womöglich konnte Zorai die Auswirkungen ja irgendwie abschütteln. Und das hat ihn vielleicht verändert. Und du weißt ja nicht im Endeffekt, ob das für die nachher noch schlimmer ist als bei mir jetzt, ne? Deswegen. Schwierig, schwierig sowas. Hier. Hier ist etwas. Ich erinnere mich. Organisches Gewebe. Den Daten zufolge ist es sehr alt. Und angaranisch. Das ist Zorai. Sie ist hier gestorben, bevor sie den dritten Monolithen erreichen konnte. Das war ich. Ich würde gerne mehr Zeit hier verbringen. Aber nicht jetzt. Der dritte Monolith muss ganz in der Nähe sein. Kommen Sie! Gehen wir. Dann geh doch. Hallo Humora. Hier lang? Ja. Das alles hier fühlt sich vertraut an. Zumindest glaube ich das. Der verschwundene Monolith. Endlich. Da drüben eine Truhe. Manchmal creepy diese Spiele einfach. Weil die sind echt, also Mass Effect. Also ich finde die Legendary Edition, das ist einfach meine mein Lieblingsteil. Also das ist einfach episch, das Spiel. Ich kann ja nochmal durchspielen. Das ist so wie Cyberpunk auch, das spielst du halt öfters. Es ist vollbracht. Sie haben zu Ende geführt, was Zorai vor all dieser Zeit begonnen hat. Es tut mir leid, Tavos. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Sie hat zwar ihr Ziel nicht erreicht, aber sie ist auch nicht gescheitert. Die beiden Monolithe, die sie reaktiviert hat, haben Haval am Leben erhalten. Ohne sie wäre der Planet schon längst tot. Gehen Sie zum Gewölbe, Pathfinder. Ich denke, ich werde noch einen Augenblick hier bleiben. Ich muss über vieles nachdenken. Dann bin ich mal gespannt mit dem Gewölbe. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Schön, dass wir einer Meinung sind. Bringen wir den Laden mal zum Laufen. So, dann lass mich mal kurz gucken hier. Okay.
Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. So, jetzt weiß ich gerade nicht, ob das jetzt so aufging oder ob das das Rätsel war, was mir auf den Sack ging. Ich glaube, das war das Rätsel. Ich habe schon wieder eben gesagt, hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. Hier muss ein Trick dabei sein. Ja, genau, das ist das. Das ist das Rätsel, was ich nicht so mochte. Da gab es eben eine Zahlenkombination. Warte mal. Wir haben jetzt hier zwei. Hier habe ich eins. Müsste ich hier drei haben. Und hier oben habe ich vier. Jetzt weiß ich nicht, ob es 1, 2, 3, 4 war oder 4, 2, 3, 1. Da war es 4, 2, 3, 1. Das kann natürlich jetzt auch möglich sein. Das weiß ich nämlich jetzt nicht mehr. Sie können das Geschütz hacken, Pathfinder. Da kann ich ja nicht. Es ist schön, wenn sie mal nicht versuchen, uns umzubringen. Wir probieren erstmal 4, 2, 3, 1. Was habe ich gesagt? 4, 2, 3, 1? Das ist die Formation in FIFA. Oh, Hirn. Das meine ich halt mit Sachen merken. Die erste war schon mal richtig. Da war es 1, 2, 3, 4. Einfach 1, 2, 3, 4. Nun, das bringt uns einen Schritt weiter. Es passt das XD so wunderbar mit rein, ne? Es passt einfach. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen? Oh, was habe ich denn jetzt getan? Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Das hat ihm nicht gefallen! Oh Scheiße, was ist das jetzt? Jetzt weiß ich wieder, warum ich dieses Ding so gehasst habe. Es kommt näher! Bewegung! Es kommen immer wieder neue. Einfach. Die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Pathfinder Rider, hören Sie mich. Unsere Instrumente haben gerade einen Spannungsstoß registriert. Was ist passiert? Das Gewölbe ist wieder aktiv. Wir haben es geschafft. Das ist ein Scherz, oder? Das kann unmöglich. Es ist kein Scherz. Ein Neustart des Gewölbes würde sämtliche Werte erklären. Sie müssen mir alles erzählen. Kommen Sie zurück nach Palath. Wir haben viel zu besprechen.
Kann man sich auch mal die schönen Roboter anschauen. Problem ist jetzt, wie komme ich jetzt wieder? Ach ja, genau, glaube ich, dazu geschafft. So, Dilly, wo sind wir denn? Achso, geradeaus. Dann haben wir unser Ziel ja für heute auch erreicht. Ich überlege gerade, ob wir Freitag vielleicht Hogwarts machen statt Mass Effect. Pathfinder, das organische Leben auf Havarl hat begonnen, sich zu stabilisieren. Anscheinend führt das Gewölbe biologische Reparaturen durch. Stell dir vor, was wir hier in einigen Jahren sehen werden. Ja, stell dir das mal vor. Weißt du Bescheid? Ein Alien, das die Relikte benutzen kann. Es kommt nichts zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal erlebe. Meine Tante hatte ein Relikt-Artefakt, das sie öffnen und wieder schließen konnte. Sie hat allerdings viele Jahre gebraucht, um es zu lernen. Und es hat auch nicht immer geklappt. Sie musste sich dafür unglaublich konzentrieren und konnte nie erklären, wie genau sie es gemacht hat. Pathfinder Rider, Sie haben heute etwas Bemerkenswertes geleistet. Sie hatten Erfolg, wo Sorai gescheitert ist. Es muss? Was machen Sie denn hier unten? Ich erneuere alte Bande. Die Unterhaltung mit ihnen hat mir die Augen geöffnet. Ich sah ein Alien, das sich für uns einsetzte, obwohl wir selbst längst aufgegeben hatten. Wir haben uns zu lange abgeschottet, aber vielleicht können wir ja ein Gleichgewicht finden. Ich denke, wir alle müssen ein Gleichgewicht finden. Ich bin hier offenbar mitten in eine Party geplatzt. Ich habe in kurzer Zeit vieles gelernt. Die Rokar wollen einfache Lösungen, aber nichts ist jemals einfach oder gewiss. Nicht wahr? Ich wünschte, diejenigen, die getötet wurden, hätten das erkannt. Aber nach allem, was ich gesehen habe, muss ich darauf hoffen, dass sie nicht für immer verloren sind. Diese sonderbare Erinnerungsübertragung... Reinkarnation. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor, Ressourcen für Ihre Erforschung bereitzustellen. Und wer weiß, vielleicht finden wir die Wahrheit ja eines Tages tief unter unserem Aberglauben vergraben. Das war richtig herzerwärmend. Heute war ein Tag der Heilung, Havarl, die Entzweiung meines Volkes. Und das verdanken wir Ihnen. Wir haben hier in Dar-Palath genügend Platz. Außerdem werden wir Hilfe brauchen, um den Zustand Havarls zu überwachen. Würden Sie Ihren Leuten ausrichten, dass Sie herzlich eingeladen sind? Wir freuen uns über jeden, der uns helfen kann. Natürlich. Das mache ich gern. Dann verabschiede ich mich jetzt. Es gibt so viele Daten zu analysieren. Ist das zu glauben? Zum ersten Mal... Ich habe geil gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Neue Talentpunkte. 7 Stück. Gar nichts gemacht. Es gibt sogar Schadensbonus, ne? Also wir müssen da unbedingt mal gucken. Ich will jetzt aber erstmal taktische Tarnung skillen erstmal. Wie viel habe ich jetzt hier? 4 Aufladetempo. Der Damage-Bonus ist auch auf jeden Fall sehr nice. Techniker auf Rang 2, wow. Filtrator, das ist übrigens der Scharfschütze. Dann auf zu Tempest, würde ich sagen. Ach ne, warte mal, haben wir noch eine Nebenmission hier gehabt?
Mal kurz gucken. Müssen wir mal gucken, also das werden wir noch bezahlt machen. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu Tempest und dann würde ich eigentlich auch gleich aufhören. Petra braucht ja auch ihren Schlaf. So, kann ich hier nicht einfach zurückkehren hier? Nein, nein. Garlic. Ja, Garlic, beste Mann. Ne? Und heißt das immer, warum zu Hause bleiben? Nee, besser zu Hause bleiben. So, mal zurück zu Tempest, dann können wir gleich noch eben die Punkte verteilen wegen Forschung. Gucken, ob unsere Begleiter noch was haben. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Und dann bleiben wir erstmal dann im Weltraum bis, ja, ich weiß auch nicht, ob wir Freitag weitermachen. Wir machen morgen nochmal Mass Effect und machen Freitag dafür Hogwarts. Wann bist du denn ungefähr, ich weiß noch nicht, ob ich Freitag frei bekomme, ist das Problem. Ryder. Ja. Erstmal E-Mails checken. Ja, wir haben möglicherweise ein Problem. Ich habe einige Berechnungen durchgeführt. Massenbilanzen und dergleichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tempest rund 70 Kilo zu schwer ist. Ich glaube, wir haben irgendetwas an Bord, das hier nicht hingehört. Ist dieses zusätzliche Gewicht ein Problem? Technisch gesehen nicht, aber etwas Schweres, von dem wir nicht wissen, was es ist, das ist nicht gut. Unsere internen Sensoren haben nichts entdeckt, aber sie sind auch nicht so leistungsstark wie der Scanner eines Pathfinders. Könnten Sie sich mal umsehen? In Ordnung. Ich werde das Schiff durchsuchen. Mal sehen, ob ich irgendwas finden kann. Finde ich so wie cool. Das ist auch so ein klasse Charakter. Haben wir noch irgendwas mit PB? Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja, ich guck gleich. Ich gucke gleich. Hast du noch irgendwas, Killow? Gil, O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie. Was kann ich für Sie tun? Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Was Sie wirklich nicht können, sind die Hände, ne? Wann erfährst du denn, ob du freikriegst? Morgen. Morgen weiß ich das. Pathfinder. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Morgen weiß ich das, ob ich freikriege oder nicht. Ich habe heute gefragt, ob der Zettel schon raus ist. Mein Einrichter, glaube ich, das. Aber mein Vorarbeiter, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Position das im Endeffekt ist. Auf jeden Fall, er hat das ausgefüllt. Ich habe ihn letzte Woche schon gefragt, hat der war schon Bescheid. Ich Ihnen in den Einsatz. Ist vielleicht auch das Beste. Ich muss schon genug Leute zusammenflicken, ohne dass Gil über Karkins stolpert. Was tust du da? Das war nicht die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte, Lexi. Okay. Die Angara waren total neugierig auf das Schiff. Ein paar von ihnen waren sogar so dreist, mir Fragen zu stellen. Was halten Sie von ihnen? Sie kennen sich aus und sind ziemlich clever. Sie werden gute Verbündete abgeben. Okay, raus mit der Sprache. Was läuft da zwischen Ihnen und Callow? Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ah, na schön. Bevor ich mich schlagen lasse. Wir sind einfach komplett gegensätzlich. Er ist der absolute Planer, ich bin eher ein Macher. Er hat Tinte an den Fingern, während ich gerne bis zu den Ellbogen in Schmierfett stecke. Ohne mich als Gegenpol zu ihm hätten sie ein echtes Problem.
Scheiße. Vielleicht gilt das sogar auch andersrum. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Aber ich denke, ich werde wahrscheinlich Freitag frei. Es ist halt über die Frage, wenn ich jetzt Freitag frei habe. Weil wir müssen um 4 Uhr, also um 16 Uhr, meinte sie, müssten wir wieder zurück sein. Was ich heute gefragt habe. Weil ich glaube, die hat dann irgendwie Treffen oder sowas. Pathfinder! Hey, können Sie mir für ein Projekt Ihren Segen geben? Ich werde mit Joel daran arbeiten. Nennen Sie es Diplomatie, wenn Sie es einem Budget zuweisen müssen. Geben Sie für das Projekt grünes Licht und alles ist gut. Reden wir später weiter. Alles klar. Weil dann würde ich vielleicht... Oh, Panzerungsanforderungsplan. Ich weiß auch nicht, wie viel Credits ich bekommen habe gerade. $750, das ist aber gar nichts. Wenn ich. Dann ändere ich das nämlich gleich. Guck mal, Pibi steht hier. Der Lageplan ihres Schiffs verwirrt mich. Die Brücke ist vorne, der Maschinenraum hinten, die Krankenstation Steuerbord. Vorne ist alles fürs Hirn, hinten das für die Muckis. Das ist hilfreich. Muckis auf den Muckis. Im Pipi-Klasse. Ah ja, ist ein Wunder-Rider. Und die Angara sind so faszinierend. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück. Ich will forschen und erkunden und wer weiß was noch alles. Das werden wir. Wir brauchen die Moschei, um in ihr Gewölbe zu kommen. Sehr schön. So lange werde ich definitiv noch bei Ihnen bleiben. Ich muss zugeben, als Sie mich in Ihre Unterkunft eingeladen haben, dachte ich, Sie würden mich wegen etwas anderem dorthin locken. Dachten Sie das oder haben Sie es gehofft? Vermutlich eher gehofft. Nun, mit dieser Hoffnung waren Sie nicht allein. Wer weiß, was passiert wäre, wenn uns Kalinda nicht gestört hätte. Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Zu Hause gehörte sie als Botschafterin zur Oberschicht. Sie wurde respektiert und hatte alles, war aber unglücklich. Sie meinte, sie wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Aufgrund ihrer Stellung wollte die Initiative sie als Erstkontaktspezialistin. Sie gehörte zu den Ersten, die aus der Stase geholt wurden. Kalinda war auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Und dafür bin ich ja immer noch dankbar. Allerdings ist dann ziemlich schnell alles in die Brüche gegangen. Sie hat mich verletzt. Richtig verletzt. Was ist passiert? Ach, vergessen wir die traurigen Geschichten. Das ist alles Schnee von gestern. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Bibi ist ein cooler Charakter. Diese Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Er ist allerdings der erste Cat, der sich dazu herabgelassen hat, mit uns zu reden. Das ist eine hilfreiche Information. Ja, wir wissen jetzt, dass sie kommunizieren können. Sie ziehen es einfach nur vor, sofort das Feuer zu eröffnen. Also, was gibt's sonst noch Neues? Wir sehen uns später, Cora. Die kriegst du übrigens nur, wenn du Mann spielst. Ansonsten kriegst du die halt nicht als Romanze. Ja, Roman. Ich habe das Projekt abgenickt. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madarath, wir haben unsere Ausrüstung. Costa, Ryder. Ich weiß, wir haben eigentlich keine Uniformen, aber das ist doch ein bisschen sehr leger. Ach was, so ist es einfach praktischer. Wir tauschen Panzerung. Kann's losgehen? Ja. Okay. Was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho Rothjin. Und nein. Warum nicht? Aus religiösen Moment Gründen? Mal. Was? Aus persönlichen Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus?
Einige von ihnen klingen gleich. Wow, wow, wow. Ich dachte, es geht hier um Panzerung. Versuchen Sie absichtlich, Jor zu beleidigen? Natürlich tut er das. Genau darum geht es doch. Darum, die Dinge zu fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Panzerung für Antworten. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel aus. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich habe keine Lust, mir von der Nexus die Hölle heiß machen zu lassen. Keine Sorge. Joel wird sich schon nicht bei der Personalabteilung beschweren oder an wen auch immer wir uns Tans Meinung nach wenden sollen. Wir haben neulich rumgescherzt und erkannt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir einander beleidigen können oder es vermeiden. Manche Dinge sind so tief verwurzelt, dass sie unsichtbar sind. Wir kannten noch nicht mal die Warnsignale, also haben wir es hinter uns gebracht. Jetzt kann es uns nicht mehr versehentlich passieren, wenn wir zum Beispiel über einen Außenposten verhandeln. Es gibt sowieso schon genug seiner Leute, die uns gerne tot sehen würden. Okay, ich verstehe die Absicht. Und niemand wurde verletzt? Wenn Joel beleidigt wäre, läge ich jetzt auf den Boden und es wäre okay. So weiß ich, woran ich bin. Wir haben noch viel zu lernen und das ist Teil der Aufgabe unseres Teams. Also, besser wir lernen es jetzt, als wenn Leben auf dem Spiel stehen. Und das Schlimme ist ja, er steht einfach in Hose, während Joel nackt ist. Weil das geht ja noch, das ist ja nicht so schlimm, die Videos werden ja nicht gespeichert. Pathfinder, tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Ich habe das Gefühl, wir sollten alles andere ruhen lassen, bis die Sache mit der Moschei geklärt ist. Das wäre im Sinne der Nachbarschaft. Wir brauchen nämlich gute Nachbarn. Reden wir später weiter. Und Liam ist quasi einer, den du nur bekommst, wenn du eine Frau spielst. Aber Liam ist einer, den ich nicht hatte als Romanze. Einfach weil er nicht mein Typ ist. weil ich halt ein Kerl bin. Also er ist halt nicht mein Typ. Das Erste, was ich versucht habe in meinem ersten Charakter, den ich als Mann gespielt habe, war Suvi anzubaggern. Suvi ist allerdings lesbisch. Direkt Abfuhr bekommen. Ich mir dachte, schade eigentlich. Ja, aber so schön ist die Sequenz mit ihr nicht. Irgendwann müsste ich doch die Sachen scannen. Wo ist eigentlich mein Rex? Wo ist der eigentlich, der Nock? Der fehlt mir gerade irgendwie. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde den weiblichen Charakter in Mass Effect finde ich viel cooler, also sie als den männlichen. Sie machen das schon länger als jeder andere hier. Mal unter uns. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Unsere Chancen vorbei. Zu überleben. Wir kriegen das schon. Wir haben doch nicht mal mit ihm geflirtet, aber okay. Sowas in der Richtung, ja. Danke, alter Mann. Also, ihr musste sehr viel mit flirten, weil sonst geht er nicht drauf ein. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Sie ist zum Beispiel auch jemand, die für Mann und Frau zur Verfügung ist. Aber bei ihr muss ich auch sagen, sie ist nicht mein Typ. Ja, also ich finde die vom Charakter her ziemlich cool. Sie ist aber kein Typ, wo ich sagen würde, mit dem würde ich eine Beziehung eingehen. Wir also können die uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Die einzigsten drei, wo ich wirklich eine Beziehung eingehen würde, wäre Cora. Das geht nur halt als Mann. Suvi geht halt nur als Frau. Und Pibi geht halt als beides, also Mann und Frau. Das sind so meine drei Favoriten in dem Teil. Mit Aja haben die Angara echt ein nettes, kleines Paradies gefunden. Ich hätte nichts dagegen, es nochmal wiederzusehen. Das werden wir. Wir müssen in ihr Gewölbe, also hat die Rettung der Moschei jetzt oberste Priorität für uns. Soll mir recht sein. Ich wette, diese Moschei hat ein paar interessante Geschichten auf Lager. Nun, da wir ein wenig nachgeforscht haben, ist klar, dass sie mit Spender recht hatten. Typen wie er würden alles tun, um weiterzukommen. Ich frage mich nur, wie weit er gegangen ist. Und Drake ist halt aber auch ein cooler Charakter. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Klar. Klar, machen wir einfach.
Da gibt es schon coole Charaktere im Spiel. Also an sich sind das wirklich alles coole Charaktere, muss ich sagen. Wobei Gil halt auch so diese einfache, typische, ja, Mechaniker würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, aber er ist halt, hat auch so eine coole Art an sich einfach. Ich finde ihn eigentlich auch ganz klasse. So, wir gucken mal. Helm, Fusion. In 7 Helm. Pathfinder Helm. Prozent EP Erhöhung. Kettpanzerung, Pathfinder 2. Ja, also wir machen jetzt hier in 7. Da, also ganz klar. Die nehmen wir. Dann nehmen wir noch, ach, da habe ich noch. Ich habe noch nichts für die Arme. Die Arme sehen schon wieder so komisch aus, ne, bei ihr. Ansonsten Waffen. Viper haben wir, sehe ich gerade. Der würde sogar mehr Schaden machen, hat aber weniger maximale Munition, was gar nicht so schlimm wäre. Bei 75 und der macht hier 200. Da muss ich auch gucken, ob ich die upgraded kriege. So, dann haben wir das auch schon mal up to date. Dann müsste ich nur gucken, welche Quest wir dann morgen machen. Ich kann mal kurz reinschauen. Wir können ja morgen mal ein paar Nebenmissionen machen. Und lass mir kurz gucken bei den Verbündeten. Im Vortex treffen. Den Planeten aus der Überwachungsaufnahme finden. Da musste ich erst gucken. PB Beheimprojekt. Warte, bis PB mehr über die Relikte herausgefunden hat. Das geht jetzt nach der nächsten Abquest. Gescheitert, das ist wie eine E-Mail. Nach EOS reisen. Ja, glaube ich, das, was wir als nächstes machen können. Hinweis zur Arche finden. Das ist genau, mit Volt müssen wir dann noch machen. Aber wir können, glaube ich, noch eben... Ach stimmt, wir müssen ja mit dem Dings da oben reden, ne? Warte mal, ich speichere mal kurz. Wo war das mit Edison Logbuch? Wir sollten, glaube ich, auf die Dingens noch, glaube ich, ne? Ja, was sollten wir noch hier scannen, glaube ich? Dann machen wir das morgen. Ich glaube, wir machen das morgen, weil hier ist einfach so Matsche gerade. Keine Kontaktbuffer ist unverfügbar. Lass uns das morgen machen, dann bleibe ich jetzt hier stehen und speichere nochmal.